Martina Treiders hat heute Bronze gewonnen, bis 63 Kilogramm. Und du hast mir gerade vor dem Interview verraten, dass du dich gar nicht so gut gefühlt hast, obwohl das von außen sehr souverän aussah. Was war denn da los? Ja, ich bin auch sehr überrascht, dass es doch noch so souverän aussah von außen. Ja, ich weiß nicht, also ich denke mal ein bisschen Jetlag, konnte die letzten Nächte nicht so gut schlafen. Dann auch noch so ein bisschen was in den Knochen von den letzten Wettkämpfen. Wir waren ja noch in Havanna, dann Budapest, war ja doch noch recht viel Reiserei und auch mal wieder ein bisschen Jetlag. Ja, aber ich bin echt zufrieden, dass ich das doch noch so rüberbringen konnte, so souverän, genau. In den ersten Kämpfe bist du ja durchgezogen, im Einzug ins Finale dann gegen die Chinesin, war ein dummer Armhebel, ne? Ja, da muss ich ehrlich gesagt sagen, ich habe mich eigentlich im Stand recht wohlgefühlt, sagen wir mal, also recht sicher. Das waren jetzt also wirklich nur ein kurzer Kampf und dann habe ich echt im Boden ein bisschen gepennt. Das passiert, aber du hast ja dann den Schalter umgelegt für den Kampf um Platz 3 und hast da nochmal Gas gegeben. Was ich da sehr bewundert habe, dass du deiner Linie treu bleibst. Wie hast du dich denn da gefühlt, Kampf um Platz 3? Ja, ich war eigentlich recht zufrieden, dass wir nochmal eine längere Pause hatten, dass ich nochmal auf jeden Fall schlafen konnte. Dann ging es mir auch definitiv besser als heute Morgen. Und ich kannte Labasina ja schon vom letzten Jahr. Die hatte ich bei der WM im ersten Kampf gehabt und ist auch definitiv eine unangenehme Kämpferin. Die haut immer mal wieder Dinger raus, die wirklich unangenehm sind. Und da wusste ich, dass ich mir keine Fehler erlauben darf, wirklich immer meine Linie halten muss. Und das habe ich halt probiert und auch gut hingekriegt. Genau, das haben wir auch gesehen. Letzte Frage, du hast ein ganz kleines blaues Auge. Weißt du, woher das ist? Nee, also einfach das Gefecht sich mitbekommen. Ist ein paar Tagen wieder weg. Trainingslager steht jetzt noch an, ne? Bleibt schön gesund und viel Spaß. Dankeschön.